Ja, was war das für ein Tag? 2 Jahre lang haben wir gekämpft wie die Gestörten. Meine Jungs und ich haben uns wirklich körperlich und emotional verausgabt mit den beiden Autos. Viele, viele Neukonstruktionen, Änderungen, Dinge, die wir unbedingt umsetzen wollten, von denen wir jetzt wussten, dass sie beim F300 anfangs nicht perfekt waren, weil es ja logisch ist, wenn man eine Sache zum ersten Mal macht, dass man sich dann weiterentwickelt und Änderungen einfließen lässt in solche Fahrzeuge. Ja, alleine bei der Karosserie, es ist halt einfach schön gemacht. Ja? Ich habe mich auch mal mit dem Thema vorher beschäftigt, weil ich es halt einfach schön finde, wenn neuere Technik, aber immer noch luftgekühlt, im alten Kleid daherkommt. Und da ist oft das Thema, gerade G-Modell 964, da ist das Schlosspech halt hinten anders. Ja, vorne auch, wo die Hauben schließen. Und wenn man genau hinguckt oder der Kenner einen Blick drauf wirft, erkennt er sofort Fake bzw. Umbau. Und hier ändert man halt eben auch den Schlossträger, sprich die Haube schließt genauso wie beim F-Modell. Man sieht es nicht sofort. Und das sind halt so diese kleinen, feinen Details, die es am Ende dann schon geil machen, sobald die Motorklappe auf ist. Der Tag am Bilsterberg sollte dann der krönende Abschluss werden und was soll ich sagen, anfangs schien das mal gar nicht so. Den Termin so zu fassen endlich war wirklich ein ernstes Problem. Also wir haben über 3 Monate versucht, den passenden Tag zu finden. War natürlich auch durch die Corona-Situation alles nicht so einfach zum Teil. Haben sich die Regeln ja ständig geändert. Wir hatten überlegt, näher an Walter ranzukommen, dass er nicht so weit fahren muss, weil ich gesagt habe, wenn der Walter nicht zu den Autos kommen kann, kommen die Autos eben zum Walter. Und dann hatten wir da aber Beschränkungen, da haben wir die Personenzahl nicht unterbringen können und dann ging das Ganze hin und her. Ich war dann aber wirklich heilfroh und Walter übrigens auch, dass dann der Bilsterberg geworden ist, weil die Strecke einfach genial ist. Ne? Also ich sag mal, kann man jetzt natürlich nicht mit Mendig oder anderen Teststrecken vergleichen, die jetzt natürlich nicht so ausgelegt sind. Ne? Ich bin am Tag davor ja losgefahren. Wir hatten uns ein Hotelzimmer genommen und am Tag davor war ich noch sehr euphorisch, weil das Wetter dahin unterwegs war eigentlich super und sah alles gut aus. Und als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin und aus dem Fenster geguckt habe im Hotel, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja, also Vollkatastrophe. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, es war ein ganz spannender Moment, als Walter die Decke runtergezogen hat. Er hat ja im ersten Augenblick nicht wirklich viel gesagt und war ganz ruhig, hat sich dann alles genau penibel angeguckt. Und als er dann gesagt hat, wenn das so fährt, wie es ausschaut, ne, da war ich dann erleichtert, weil hat ihm dann doch offensichtlich ganz gut gefallen. Ja.
Und dann kam die erste Runde. Er ist dann losgefahren, ja, und hat sich dann prompt erstmal bei der Einfahrt in Start und Ziel nach der ersten Runde gedreht. War dann nicht so toll, ne? War aber jetzt für mich, ich meine, mein Adrenalinspiegel war, weiß ich nicht wo, ich war eh sehr euphorisch in dem Moment, weil hat natürlich sehr an den Nerven gekratzt. Ich glaube, meinen Jungs ist es genauso gegangen, die haben alle schön oben an der Überführung gestanden, haben sich das Spektakel angeguckt. Und ja, habe ich mir erstmal jetzt nichts weiter bei gedacht, aber Walter stieg dann aus und sagte, ja, ist spannend, war glaube ich die Aussage. Alter, was sagst du? Ja, spannend. Spannend? Spannend. Zum einen funktionierte unser ABS nicht. Das war sehr bitter. Also es ist wohl nach kürzester Zeit ausgefallen. Heute wissen wir, woran es lag. Ne? War ein Scheißfehler, ein Defekt tatsächlich im ABS-Block. Ja, war bei uns vorher so nicht aufgetreten und war jetzt natürlich Murphys Gesetz an dem Tag passiert. Aber ich sag mal, das war jetzt auch nicht der Weltuntergang, weil das war jetzt eine Sache, die haben wir gefunden, die war reparabel. Aber er meinte dann, es wäre vor allen Dingen auch ziemlich spitz. Ja, er könnte den Moment, in dem das Auto dann kommt, muss man wirklich richtig auf Zack sein, weil sonst ist er weg. Ja, dann habe ich erst mal gedacht, okay, ne? Habe ich jetzt so nicht erwartet und dann bin ich aber selber in das graue Auto gestiegen und mit dem grauen Auto war ich, die 6 Wochen zuvor hatte ich viele Kilometer mit dem Auto abgerissen, eigentlich mit beiden, ja, habe dann Mapping, Abstimmung, Einspritzung und alles gemacht und was soll ich sagen, ich hatte mich mit dem Auto in den 6 Wochen davor nicht gedreht und ich bin wirklich vorsichtig rangegangen in der ersten Runde, ja, und dann war ich in der zweiten Kurve direkt erstmal weg. Dann stand ich da und habe gedacht, was war das denn jetzt? Ja, also ich habe das Auto gar nicht mehr wiedererkannt. Ja, und dann bin ich zurückgefahren, dann natürlich Piano und vorsichtig geblieben, weil man hat gemerkt, da ist nicht besonders viel Grip. Und stellte sich dann raus, hat eine Rennserie kurz vorher stattgefunden, war sehr, sehr viel Gummi auf der Strecke und das in Verbindung mit Einsätzen im Regen, den wir da hatten. Also es hatte nicht die Nacht durchgeregnet. Wir hatten ein Straßensetup von Sturz und Spur. Natürlich schon ein bisschen kerniger wie die Serie, aber jetzt auch nicht so, wie man es eigentlich machen würde, wenn man auf die Rennstrecke geht. Und die Reifen im Retro-Look mit Retro-Profil sind natürlich auch jetzt nicht die besten für solche Verhältnisse. Und also wie Walter schon gesagt hat, es war spannend. Gott sei Dank ist der Himmel dann irgendwann aufgegangen und alles wurde viel besser. Also das konnte ich jetzt selber auch beurteilen, weil ich habe gemerkt, okay, jetzt geht was und jetzt verhält sich das Auto wieder so, wie es sich verhalten sollte. Und dann hat man dann halt auch gemerkt, dass Walter dann am Ende sichtlich mehr Spaß hatte in den nächsten Runden und sich die Situation deutlich verbessert hat. Also das muss man schon sagen. Ja, und dann ist natürlich viel passiert. Ne? Da war eigentlich den ganzen Tag eine Riesen-Action. Man ist von links nach rechts gesprungen und es war sehr, sehr spannend und hat vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht, wie man in den Onboard-Aufnahmen auch sieht. Als ich mit Walter dann unterwegs war, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir vor Angst in die Hose geschissen habe, weil so ist es eigentlich gar nicht. Also ich bin gar nicht so ein besonders guter Beifahrer, muss ich sagen. Aber jedes Mal, wenn ich neben Walter sitze, ist das irgendwie, ja, man hat so das Gefühl, man sitzt jetzt neben einem, mit dem kann dir nichts passieren, weil dieses Gefühl vermittelt er einem. Der ist, selbst wenn der dann mal gegenlenkt und quer in der Kurve steuert,
eigentlich immer die Ruhe selbst. Ne? Also man hat da nicht das Gefühl, okay, jetzt ist gerade brenzlig oder so. Ne? Das ist auch in den Situationen sehr tiefenentspannt. Und ich muss dann sagen, wir sind dann 3 Runden am Stück draußen geblieben. Und ja, wie gesagt, man kann es, glaube ich, in meinem Gesicht auch sehen. Ich war schwer beeindruckt. Besonders vor der Mausefalle, der Streckenabschnitt, wo man dann über die Kuppe hochkommt und hinten runter, kann man ja nicht sehen, was da jetzt auf einen zukommt. Und ich habe in den 2 Runden, die ich vorher gefahren bin, natürlich in den Bereichen, wo ich jetzt nicht sehen konnte, was hinter der Kuppe war, ich will jetzt nicht sagen gebremst, aber ich bin dann langsamer den Berg hoch, habe gesehen, eingelenkt und bin weitergefahren. Ja, und Walter fährt dann einfach mal eben Vollgas den Berg hoch und ich denke, Alter, will ich gar nicht mal bremsen, ja, weil ich hatte die Strecke noch gar nicht so verinnerlicht. Ne? Ja, also alles in allem war es sehr spannend. Für mich dann am Ende auch ganz toll, dass Lance keine Zeit hatte, muss ich auch sagen, weil so bin ich jetzt natürlich in den Genuss gekommen, selber mit dem Auto zu fahren. Da war ursprünglich, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, vor allen Dingen in der Dimension. Und ja, muss aber sagen, am Ende des Tages, so als abschließendes Feedback war das echt der Hammer. Ja, also es hat echt Spaß gemacht und ich war vor allen Dingen, und das hat auch der Besitzer von dem einen Auto gesagt, der durfte dann auch eine Runde mit dem Walter noch fahren und der sagte dann, er war echt beeindruckt davon, was das Auto kann. Ne? Und ich sag mal, um das mal so ein bisschen in den Vergleich zu ziehen, wir sind mit einem 997 GT3 hinterhergefahren und haben es nicht geschafft, am Walter dran zu bleiben. Ja, und der Fahrer war jetzt auch nicht unbedingt einer, der noch nie so ein Auto auf der Rennstrecke bewegt hat. Also der ist zeitweise auch im Porsche Cup gefahren. Und daran kann man dann schon sehen, dass da richtig was ging. Ne? Ja, was mich angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das ist eins meiner persönlichen Highlights. Ja, ich sag mal, wer hat schon so eine Gelegenheit? Ne, für mich ist das, für mich ist Walter das Genie aller Autofahrer und ich kann ihn aber auch auf der menschlichen Ebene unheimlich gut leiden, weil er so furchtbar geerdet und am Boden ist. Ne, das, wie soll ich das beschreiben? Für mich ist das einer der tollsten Momente überhaupt gewesen. Dass er das gemacht hat, ne? Das war schon für mich der absolute Knaller. Und dann in dem Auto zu sitzen, das war jetzt nochmal eine völlig neue Erfahrung, wie damals mit dem 1600er VW, da wirklich mal so über die Strecke zu gehen und das in einem von uns selber gebauten Auto. Ja? Also ich sag mal, wer kann das von sich behaupten? Ne? Das ist schon, also für mich, ne, besser hätte es nicht laufen können.